Sie können Schwachsinn daran feststellen, dass es herzlos ist. Und zwar nicht nur herzbezogen auf, das sind meine Leute, die anderen hasse ich. Nee, 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 nee. Das ist eine generell Mitgefühl. Mitgefühl ist zentral. Das ist wirklich wichtig. In diesem Fall für mich selber. Also ich hatte immer einen, also ich bin sehr skeptisch gegenüber den chinesischen Mustern. Ja, es ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich habe einen längeren Artikel gelesen, Stanford University in Bezug China über die Jahrtausende und Bezug zu Wissenschaft. Und der ist sehr erhellend, ne, um das besser einordnen zu können. Also dieses Prinzip der fünf Wandlungsphasen, nach dem, was ich festgestellt habe, es ist nichts, um irgendwem anders zu sagen, was er oder sie darunter zu verstehen hat. Weil es ist ein sehr fluffy, ein sehr weiches Gerüst. Ne? Und du musst gar nichts, aber es ist sinnvoll, wenn du selber das für dich anpasst, wenn du damit überhaupt was anfangen willst. Die ganzen Sachen, die ihr nachlesen könnt, in Büchern, auch im Internet und so weiter, sind nur Zielgrößen, Intentionsgrößen. Deswegen finde ich das eigentlich sehr sympathisch. Aber fangen wir mal bei der Definition an. Das sind ja die fünf Wandlungsphasen. Wie gesagt, die sind entstanden wirklich von diesen Einzelteilen. Ne, was braucht der Mensch? Der Mensch braucht Holz, der braucht Erde, der braucht Metall. Was noch? Der braucht Feuer. Ne? Und also es waren Einzelteile. Und das ist dann wirklich fast 1000 Jahre später von jemandem strukturiert worden und in Übergangsphasen. Also wo nicht diese Einzelteile herausstechen und scharf getrennt sind, sondern es sind Eigenschaften, die ineinander übergehen. Insofern finde ich das ganz sympathisch. Jetzt haben wir das Problem, dass diese fünf Wandlungsphasen eben tituliert sind, ne, eben über diese fünf Zustände, und die muss man je nachdem, was für einen Bezugsrahmen man da ansetzt, selber definiert werden. Wir sind draußen, das ist auch gut, und wir sind also Teil der wandelnden Jahreszeiten. Jahreszeiten werden da auch definiert, bloß wir sind an diesem gregorianischen Kalender gewöhnt. Und es gibt aber auch, selbst auch hier in Europa, den phänologischen Kalender, also der quasi über den Fortgang der, glaube, Kirschblüten zum Beispiel durch Europa gekennzeichnet ist. Und dieser anschauliche Kalender, das ist ein Ansatz, um damit überhaupt klarzukommen. Also eher eine Definition, Metall ist nicht Metall. Ne? Insbesondere nicht so ein eckiges Stück Metall, sondern das ist die Struktur. Struktur, da Bäume. Kann man jetzt sehen, die Struktur der Bäume. Ja? Die Erde war noch am Mittwoch gefroren. Nee, jetzt ist es schon nicht mehr gefroren. Das wäre Eis. Ja, das ist auch Struktur. Eis und Winter kann ich nachvollziehen. Winter hier, auch die Büsche, ne, haben keine Blätter. Also kann man die Struktur, die gewachsene, das ist wichtig, gewachsene, nicht von Menschen gemachte Struktur sehen. Also insofern kann ich die Zuordnung Winter verstehen. Also nach dem normalen Kalender haben wir jetzt noch Winter. Meteorologischen Kalender, glaube ich. Phänologisch ist es aber so, dass die Erde schon wieder aufgetaut ist. Ich nehme auch an, dass also die Nachtfrostgeschichten nicht mehr so relevant sind. Also für die nächsten anderthalb Wochen ist Nachtfrost abgesagt. Kann immer wieder kommen. Das sind ja auch solche... Ist nicht abrupt. Es geht ineinander über, von daher ist das auch sinnvoll. So dass das Wasser, was, glaube ich, eigentlich
als Winter tituliert ist, bei mir eher so ein super Frühfrühling ist. Also wenn die Struktur des Metalls Eis langsam auftaut, das ist für mich schon mal so der Beginn. Wasser. Und Wasser ist gut für die Wachstumskraft aller Pflanzen. Aller. Selbst wir brauchen Wasser, müssen Wasser trinken. Also nicht Holz, nicht so ein hobelfähiges Stück abgelagertes Holz, kein Pfosten, sondern die Wachstumskraft von Holz, von einem Schößling, aber eben von allem. Ja? Und dass diese Wachstumskraftphase, die dauert sehr lange, beinhaltet eigentlich auch diese super warmen Wochen im Sommer. Das wäre dann Feuer. Feuer finde ich schon nicht gut. Ist eher Wärme. Also die Zeit, in der es im Sommer sehr warm ist, in der Zeit, in der die Leute sich auch wenig bewegen, wo es schön ruhig ist. Ich mag diese Zeit. Das wäre die Feuerphase, also Wärme, schon wieder eine andere. Ne? Also diese Deutung für einen selber ist enorm wichtig, damit man überhaupt damit umgehen kann. Und dann gibt es die Herbstgeschichte, die ist die Erntezeit. Ne? Und das wäre für mich die Erde. Und irgendwann später, nach der Erntezeit, gibt es den Herbst, der fällt dann für mich quasi schon weg. Also dann tauchen langsam die Strukturen auf, ja, und die Bäume die Blätter verlieren, bis es dann ganz starr wird, wenn es vereist. Ja? Also wenn es langsam immer mehr Struktur gibt. Also so macht das für mich einen Sinn. Es ist also eher, wenn man das jetzt auf die Jahreszeiten betrachtet, eine phänologische, eine rein wirklich sichtbare Veränderung und fühlbar. Und fühlbar ist wichtig, wir sind draußen und dann hat es für mich auch einen Sinn. Aber dann macht es auch keinen Sinn, jemandem anders zu sagen, wie er oder sie das zu verstehen hat. Das sind wirklich locker selber zu interpretierende Zusammenhänge. Und das Gleiche gilt für Qi. Das macht nur Sinn, wenn man das in sich spürt. Und es gibt halt viele verschiedene Formen, aber Qi ist ein anderes Ding. Also weg von Dogmatismus ist sowieso generell gut. Einschwingen auf der Stelle. Wir zerlegen diese Formen nochmal. Also in rückwärts machen der fünf Wandlungsphasen, also dieser Formen, der Bewegungsformen, hat niemanden, der das bis jetzt getestet hat, den ich kenne, gut getan. Also ne, ich kann das nur empfehlen, das nicht zu machen. Was man aber machen kann, das machen wir nachher. Wir zerlegen die in sinnvolle Einzeldinger, die man dann einzeln auch machen kann, die meiner Ansicht nach auch ein bisschen diesen Effekt haben, den man damit beschreibt. Nichtsdestotrotz, im Zusammenhang ist es immer noch am nettesten, am harmonischsten. Anfangssequenz, bewegen wie ein Baum. Einatmen, gestreckt zum Himmel, den Rücken sein lassen, den ganzen Körper ein bisschen aufrichten. Und beim Ausatmen nach unten entspannen und auch ein bisschen runterkommen wieder. Generell runterkommen. Und nicht steif, immer in Bewegung. Immer mehr entspannen, 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 entspannen. Zerlegen. Also jetzt quasi diese schöne harmonische Abfolge mal versuchen, in eine sinnvolle Einzelsegmente zu, nicht zu zerlegen, das klingt so krass. Einfach die mal einzeln zu machen. Ich habe das schon am letzten Mittwoch in Englisch hergeleitet, deswegen weiß ich das schon ein bisschen. Also dieses Wasser geht nach unten, ist klar, wir kennen das. Aber jetzt, ich kann hier unten nicht mit dem Wasser wieder neu anfangen.
Also ich muss nach oben. Und da lohnt es wirklich dieses Wachstumskraft, Form, Bewegung. Das Abschnitt ist gut. Hier ein bisschen mehr sitzen, wieder entspannen, Schultern locker. Aber hier jetzt wieder übergehen zum Wasser. Das geht. Das ist ganz gut. Also so verbindet sich dann das Wasser, führt zu Wachstum, passt. Und regnet ab. Also man kann sich da auch ein etwas vorstellen. Ja? Also hier wächst der Baum und der lässt dann auch Feuchtigkeit an die Atmosphäre ab. Das kennt man, Nebel und die Mikroklimata um Wälder und so. Und das geht wieder herunter. Also man kann sich das auch als Kreislauf sogar vorstellen. Und das ist was ich eigentlich öfter machen kann. Das ist auch gut. Und wer hätte es gedacht, durch dieses Auf und Ab wirft es den Kreislauf an und damit ist es auch energiefördernd, Wachstumskraft. Also da scheint was dran zu sein. Mach das noch 2-3 Mal. Aber ich merke meinen Atem. Kommt da nicht ganz so mit, wahrscheinlich bin ich zu schnell. Also das finde ich rund, das passt, kann man öfter machen und das tut einem auch, also tut mir zumindest gut. Dann haben wir dieses, ich nenne das Herzwärme ab jetzt, ne? Herzwärme, nicht Feuer. Es gibt auch dann dieses Gesäßschwenken und Herzfeuer vertreiben. Irgendwie, das klingt nicht nach Daoismus. Ne? Man muss nichts vertreiben. Ne? Feuer. Wärme. Herzenswärme. Das ist auch für Freundlichkeit des Herzenswärme. Das ist eh was wir kultivieren. Von daher ist das okay. Und das geht für sich. Also ist dieses Herz, ist ja mit Öffnen, Herzablauf, der ist auch nett. Einfach nur die Handgelenke drehen, Gewichtsverlagerung, so ähnlich wie beim Gehen und hier nicht nach vorne fallen, sondern immer sinken. Es passiert da gar nichts groß. Und langsam. Also ich denke, das lässt sich nachvollziehen. Das, wie gesagt, das wird nur interessant, wenn ihr mehr anfangt, innen zu spüren. Ja. Und damit eben langsamer werdet, euch auf diesen Moment einlasst. Okay, also das Herz
die Herzwärme funktioniert auch. Dann kommt normalerweise ein Mann in die Mitte zurück. Das lassen wir, glaube ich, weg. Also das nicht dann links, rechts zu machen, den gibt es eh nur von der einen Seite. Da machen wir keine zusätzliche Seite dazu. So ist die sehr verhalten. Also da passiert nicht viel. Das ist wirklich so ein, also wenn man das jetzt die Erde rausnimmt, das ist wirklich nur so ein leichtes mehr nach unten kommen, ein bisschen mehr sitzen, also untere Hüfte ein bisschen nach vorne entspannen. Die Handgelenke kreuzen beim Einsammeln, ein bisschen hochkommen, ein bisschen strecken, ganz wenig nur, drehen und wieder verteilen und wieder sitzen ein bisschen mehr. Und das synchronisiert mit dem vollständigen Atem. Das ist die Ganzkörperbewegung dabei. Ist sehr langsam. Aber ich finde die sogar erdend. Also ist okay. Also lässt sich auch öfter machen. Ja, also die bis jetzt haben die Effekte, die man, die ich darunter verstehe, bei mir. Und das Wichtige ist wirklich euer eigenes Körpergefühl, dass ihr selber spürt, wie wirkt das auf mich. Das ist viel wichtiger, also das ist, ja, das ist viel wichtiger als das, was irgendein Lehrer euch erzählt. Ja? Seid am Anfang skeptisch, achtet darauf, ob euch das gut geht, aber achtet auch darauf, wie sich das anfühlt, was das für Körper, Gefühl, geistige Geschichten bei euch auslöst und trainiert. Ja? So dass ihr selber wisst, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Erdung, ich merke das und ich habe eine Form, die mir dabei helfen könnte. Ja? Obwohl Atmen durchaus so der erste Schritt ist, weil das keiner sieht. Ne? Wenn ich langsamer ausatme, vielleicht durch diese Lippen, das kriegen nicht so viele Leute mit, als wenn ich jetzt irgendwelche Körperbewegungen mache. Aber wenn ihr merkt, ich brauche das mit meinem Körper, dafür machen wir ja die Qigong-Geschichten, probiert sowas mal aus. Ne? Die letzte ist klar, die sieht auch fast so aus wie etwas, na, der Mittelteil hier mit diesem Runterkommen nicht so. Ne, wo auch untere Hüfte nach vorne, mehr Erden hier an der Stelle und dann abheben mit der gegenläufigen Hacke. Ja. So eine Streckung auf der Seite, in die Mitte wieder ankommen. Das weiß ich nicht, ob mir das hilft, wenn ich fahrig bin, wieder zu mir zurückzukommen. Ob mir das Struktur gibt, ich weiß es nicht. That's it. Noch nicht mal ganze Harmonie für heute. Also den Ablauf, den haben wir schon öfter gemacht. Wir machen den auch. Aber so, wie sich das bei mir anfühlt, ich glaube, wir machen auch ab und zu diese Einzelteile, die ich eben gezeigt habe, wirklich länger, ja, um dieses Körpergefühl bei der Bewegung noch mehr zu schulen. That's it. Das soll schon sein. Einsammeln.
Wunderbar. Danke fürs Mitmachen, jetzt oder später. Habt ein schönes Wochenende. So wie es von hier aussieht.